Hey YouTube, willkommen auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist das zweite Update zu meinem Magazin-alternativen Video aus dem Jahr 2020. Und der Grund ist, Hera Arms hat ein neues Magazin auf den Markt gebracht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, hier ist das gute Stück. Und zwar ein Hera Arms H3L Pro. Das H3L Pro ist ein 10-Schuss-Magazin in Größe und Form eines 30-Schuss-Magazins. Sowas gibt es von Hera Arms schon, und zwar das H3L. Das habe ich in meinem ersten Video vorgestellt. Im Gegensatz zum H3L, was ja mehr oder weniger aus einem Teil besteht und nicht zerlegbar ist, hat Hera hier einen anderen Ansatz gewählt, und zwar einen ähnlichen wie Oberland Arms mit seinem OA Active Mag, nämlich ein 10-Schuss-Magazin oben und einen verlängerten Magazinboden unten. Die Neuentwicklung hieran bei Hera ist eigentlich nur der verlängerte Magazinboden. Das Magazin oben ist ein Hera H1, also das 10-Schuss-Magazin, was es sowieso schon von Hera gibt oder gab. Ich kann das natürlich zerlegen. Ja, das geht ein bisschen anders als sonst HR-Magazin typisch, sage ich jetzt mal. Ich habe hier diese Platte, die drücke ich raus. Dann springt mir das Ganze schon auf. Ich habe hier meine Feder raus und habe hier das 10-Schuss-Magazin. Magazinboden ist dabei, könnte ich jetzt ein kurzes Magazin draus machen. Hier der Magazinboden, der verlängerte Magazinboden, ist mit vier Schrauben zusammengemacht. Wenn ich die aufschraube, dann kommt das zum Vorschein. Ihr seht, da sind mehrere Unterteilungen, und in die kann ich Passfedern einsetzen. Mit den Passfedern kann ich ja Gewicht regulieren bzw. Gewichte simulieren. Für mich persönlich ist dieses Feature nicht nötig. Ich sehe den Sinn nicht dahinter. Mag aber Leute geben, die das brauchen. Keine Ahnung, kampfmäßig, wie auch immer. Es ist nice to have, es stört nicht. Ansonsten ist der Magazinboden eine sehr massive Konstruktion. Ja. Ordentlich Material verwendet drin. Macht einen guten Eindruck. Gibt es nichts. Zusammensetzen, ja, umgekehrte Reihenfolge. Zack, wieder zusammenschieben. Ich setze die Platte wieder ein. Jetzt muss ich hier ein bisschen gucken. Die Platte passt nicht gleich durch. Ich muss das Magazin ein bisschen nach hinten ziehen, nach unten drücken. Dann kriege ich sie wieder durch. Gut, kommen wir zu den Pros und Cons des Magazins. Ja, was gefällt mir, was gefällt mir nicht so? Mir gefällt, dass Hera jetzt hier diesen zweigeteilten Ansatz gewählt hat mit einem Magazin oben und einem verlängerten Magazinboden. Ja, dann habe ich ein kurzes Magazin, wenn ich statisch unterwegs bin, und die Verlängerung, die ich nutzen kann, wenn ich dynamischer unterwegs bin. Das ist super, ja, bekomme ich zwei Magazine zum Preis von einem. Was mir noch sehr gut gefällt, ist, dass das Hera-Magazin sehr, sehr flach ist. Ja, sehr, sehr schmal, sehr, sehr glatt, von oben nach unten annähernd dieselbe Dicke. Das ist bei Hera so durch ihre Konstruktion, die sie gewählt haben, dass der Magazinboden einfach im Inneren des Magazinkörpers sitzt und nicht wie bei Oberland Arms von außen aufgeschoben wird. Ja, man sieht es hier, es ist einfach wesentlich dicker. Dann habe ich jetzt sehr enge Magazintaschen und da zwei OA-Magazine drin. Da baut man das einfach sehr viel dicker auf, und ich habe hier immer so ein bisschen gehakelt. Das habe ich bei den Oberland Arms Magazinen, bei den Hera Magazinen hier nicht, weil die einfach so flach sind und sie sind glatt. Sie passen auch in enge Magazintaschen sauber rein. Ich kann sie sauber ziehen. Ansonsten, ja, dadurch, dass ich sie zerlegen kann, kann ich sie auch reinigen. Was auch immer. Das gefällt mir alles. Wesentlich besser als beim H3L. Was mir aber gar nicht gefällt, und das wirklich nicht, ist die Tatsache, dass ich das Magazin wie das H3L, wenn ich es mit 10 Patronen lade, nicht in die Waffe bei geschlossenem Verschluss einführen kann, weil ich einfach hier oben kein Spiel habe. Ja, zum Vergleich mal das Spiel in dem Active Mag. Wenn ich das Hera in die Waffe schiebe, dengeln mir die Patronen oben an den Verschlussträger an und ich krieg's nicht rein. Ist einfach so. Keine Ahnung, ob das mit Hera-eigenen Waffen funktioniert.
Das mag sein, aber mit einer Oberland, also OA 15 und einer Hähnel CA 223 funktioniert es auf jeden Fall nicht. Das ist schade, weil das macht das Magazin nicht so nutzbar, wie ich mir das vorstelle. Natürlich, dadurch, dass ich es zerlegen kann, kann ich es auch nacharbeiten. Aber der Sinn, wenn ich was neu kaufe, ist nicht, dass ich dann erstmal rumdremeln muss, dass ich es benutzen kann. Das ist einfach so. Ansonsten, ja, gefällt mir das nicht, was ich auch beim H3L gesagt habe. Ich habe keine Verstärkung hier, keine Nutenverladehilfen. Der Follower funktioniert ein bisschen besser, obwohl das scheint, dass das der gleiche Follower wie im H3L ist, aber der sitzt vielleicht im Gehäuse ein bisschen ordentlicher. Das ist okay. Ja, was mir noch nicht gefällt, oder ja, ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das H3L Pro sehr lang ist. Also hier verglichen mit einem 30 Schuss PMAG ist das knapp 1,5 bis 2 cm länger. Ich verstehe halt nicht ganz warum. Es ist ja so, dass Kunststoffmagazine generell ein bisschen länger sind als die Metall-USGI, meistens jedenfalls. Aber das H3L Pro ist halt noch länger. Und wenn ich jetzt hier Magazintaschen habe mit Flaps und die sind ein bisschen kürzer, dann kriege ich die eventuell gar nicht mehr richtig zu. Ja, jetzt geht's hier, weil die Warrior Assault sehr lange Flaps haben, da geht das. Aber es kann eben sein, wenn ich entsprechende Taschen habe, dass ich die dann nicht mehr zubringe. Und die andere Sache ist, wenn ich sie irgendwie im Tragesystem habe, will ich ja die Magazine nicht länger haben als unbedingt nötig. Und ein 30 Schuss oder die Länge von einem 30 Schuss PMAG ist eigentlich, ja, ich sag mal so, optimal fürs Handling. Ich weiß nicht, warum die Hera noch länger gemacht hat. Ja, verstehe ich nicht. Ansonsten, das Magazin funktioniert. Also ich hatte keine Zuführstörungen. Das ist alles okay. Preislich liegen wir hier bei 20 Euro. Also es ist ein bisschen teurer als das H3L mit, ich glaube, um die 16 Euro und günstiger als das OA Active Mag, das so bei 25 liegt. Ja, mein Fazit. Ihr könnt euch sicher schon denken. Fazit ist relativ einfach. Für mich ist das H3L Pro sicher besser als das H3L, aber nicht so gut wie das OA Active Mag. Ja, es sind einfach Punkte, die gefallen mir an diesem Magazin nicht. Ja, das Größte für mich ist einfach diese 10 Patronen, die ich nicht reinladen kann. Und es ist für mich einfach dann kein Kaufgrund. Auch wenn das Hera H3L Pro mit 20 Euro 5 Euro billiger ist als das OA Active Mag mit 5 Euro, würde ich trotzdem eher zum Active Mag greifen, als mir nochmal einen H3L Pro zu kaufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ciao!